Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 152 von Mittelerde Lore. Und in dieser Folge geht es um Bele, Cuthalion und Mablung, die zwei großen Hauptmänner von Doriath und zwei der größten Krieger der Elben des ersten Zeitalters. Sie beide gehören zu den höchsten Kriegern von Doriath, dem Reich von König Thingol und Melian. Sie sind damit Angehörige des Volks der Sindar und hatten jeweils einen hohen Dienst in Doriath und ihre Geschichte ist eng mit der des Helden Turin Turambar verwoben. Mablung, dessen Name so viel wie schwere Hand bedeutet, wird als der Feldhauptmann von Thingol bezeichnet und scheint in Menegroth, der Hauptstadt von Doriath, gewesen zu sein. Vor allem dort scheint er Truppen geführt und eine hohe Position inne gehabt zu haben. So war er dort auch bei vielen hohen Ereignissen und Festen zugegen. Belek dagegen, dessen Name so viel wie der Mächtige bedeutet, war dagegen der Anführer der Grenzwächter von Doriath und führte die Wächter und Waldläufer von Doriath an. Berühmt war Belek vor allem für sein großes Geschick mit Waffen und ganz besonders für seinen Bogen. Wegen seines großen und mächtigen Bogen wurde er eben auch Cuthalion genannt, was Langbogen oder Starkbogen bedeutet. Er soll einer der größten Bogenschützen des ersten Zeitalters der Elben gewesen sein. Und der große Bogen, den er führte, wurde Belthrondin genannt und war ein großer schwarzer Bogen aus Eibenholz. Über die Jugend der beiden Elben ist nun praktisch nichts bekannt und wir wissen nicht, wann sie jeweils geboren wurden oder wann und wie sie nach Doriath kamen. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass sie entweder bereits zu den Elben gehörten, die als Teil der Telerien Beleriand blieben und Doriath gründeten, oder dass sie dort ursprünglich geboren wurden. In Erscheinung treten sie beide schon zum ersten Mal als Hauptmänner von Thingol und dabei tauchen sie auch durchaus oft zusammen auf und das obwohl sie an recht unterschiedlichen Orten des Reiches dienten. Der eine als Grenzwächter und der andere in der Hauptstadt. Mablung wurde aber oft auch als der Bote des Königs in andere Teile von Beleriand geschickt. So zum Beispiel auch als das Mereth Adarthat stattfand, das große Fest der Versöhnung. Dieses wurde von Hochkönig Fingolfin einberufen, um die Elben zusammenzubringen und sie alle daran zu erinnern, dass sie auf einer Seite, auf der Seite des Guten standen und gemeinsam einen Feind, Morgoth, hatten. Bei diesem Fest war Mablung als offizieller Vertreter und Bote von König Thingol zugegen. Von Belek dagegen hören wir zum ersten Mal, als das Haus Haleth, eines der drei Häuser der Edain, das in dieser Zeit am Wald von Brethil lebte, von Orks angegriffen wurde. Die Menschen waren mutig und verteidigten dort ihren Wald, und Belek kam ihnen mit einer Truppe von Elben zu Hilfe, die mit Äxten bewaffnet waren. Zusammen mit den Menschen besiegte Belek die Orks im Kampf und vernichtete diesen feindlichen Vorstoß. Zusammen hatten dann Belek und Mablung als hohe Hauptmänner von Doriath auch Anteil an der großen Jagd nach dem Wolf Karkaroth. Dieser hatte in Angband Bärens Hand abgebissen und mit diesem zusammen das Silmaril verschluckt, das Bären und Lúthien von Morgoth gestohlen hatten. Da der Edelstein aber alles Böse verbrennt, bereitete er dem Wolf endlose Qualen, als er ihn von innen heraus verbrannte, und das machte ihn rasend vor Wut. In seinem blutigen Toben zog Karkaroth dann auch eine Schneise der Verwüstung bis nach Doriath und die Elben rüsteten sich dort zur Jagd auf das Biest. Belek und Mablung als höchste Hauptmänner von Doriath bildeten dabei zusammen mit König Thingol und Bären und dem Hund Huan die Jagdgemeinschaft gegen den Wolf. Am Ende dieser Jagd töteten sich Huan und Karkaroth gegenseitig und es war Mablung, der dem Wolf den Bauch aufschnitt und das Silmaril hervorholte. Er stellte dabei fest, dass Karkaroth innen wie von einem mächtigen Feuer verbrannt worden war. Dann nahm er das Silmaril heraus und legte es dem verwundeten Bären in die Hand. Zu dieser Szene aus dem Silmarillion findet sich in Tolkiens Manuskripten aber auch eine sehr interessante ältere Version. In dieser heißt es, dass als Mablung das Silmaril nehmen wollte, es von unglaublichem Gewicht war und so seine Hand zu Boden zog und ihn zwang, es wieder loszulassen. Welche Bedeutung diese Szene ursprünglich für Tolkien haben sollte, dass das Silmaril für Mablung so schwer war, erklärt er leider nicht. Aber er schreibt weiter, dass der Name Mablung, was ja eben schwere Hand bedeutet, entweder prophetisch war und dieses Ereignis vorhersagte, oder dass dieser Name dem Elben erst deshalb gegeben wurde. Dies würde bedeuten, dass Mablung diesen Namen erst nach der Jagd auf Karkaroth erhielt und als Mablung erst danach bekannt wurde, während sein eigentlicher Name uns nicht mehr überliefert wird. Dieser Verlauf jener Szene findet sich in späteren Versionen aber nicht mehr, aber der Name Mablung, die schwere Hand, blieb erhalten. Ein zweites Mal zusammen traten die beiden Elben dann auf, als Maedros zu seinem Bund aufrief und es zur Schlacht der ungezählten Tränen kommen sollte. König Thingol wollte sich Maedros nicht anschließen und schickte keine Krieger von Doriath in diesen Kampf, und auch er selbst kam nicht. Mablung und Belek aber wollten nicht tatenlos dabeistehen, während andere der Elben gegen das Böse kämpften.
Es widerstrebte den beiden großen Kriegern, dass sie an diesen großen Taten keinen Anteil haben sollten, und so gingen sie als einzige Elben von Doriath zum Maedhros Bund und nahmen an der Schlacht teil. Diese aber sollte mit einer fatalen Niederlage für die Elben und ihre Verbündeten enden, wobei Beleg und Mablung überlebten und geschlagen nach Doriath heimkehren mussten. Ihre wichtigste und zentrale Rolle nehmen sie aber dann später wiederum in der Geschichte des großen und tragischen Helden Turin Turambar ein, wobei die Rolle von Beleg Cúrthalion hier deutlich größer sein sollte, denn er sollte der beste Freund und Waffengefährte von Turin werden. Schon als Turin nach Doriath kam, war es Beleg, der ihn an der Grenze fand und nach Doriath brachte. Und als Turin dann alt genug war, um Waffen führen zu können, schloss er sich den Grenzwächtern von Beleg an und zusammen sollten sie lange gegen die Orks und andere Diener von Morgoth an der Grenze von Doriath kämpfen. Bald schon wurden sie dadurch enge Gefährten und Waffenbrüder und Beleg war der einzige unter den Grenzwächtern, der Turin noch an Stärke und Geschick im Kampf übertreffen konnte. Und sie reisten oft zusammen und kämpften gemeinsam und überstanden viele Gefahren Seite an Seite. Mablungs Rolle in Turins Geschichte sollte dagegen anders beginnen, und zwar als Turin nach einigen Jahren bei den Grenzwächtern wieder nach Menegroth zurückkehrte. Dort aber kam es bald zum Streit mit dem Elben Saeros. Mablung schritt hier dazwischen und hielt Turin zurück, der um ein Haar Saeros an Ort und Stelle erschlagen hätte. Aber Mablung mahnte auch Saeros ebenso und sah ihn als den Verursacher des Streits an und die Wunde, die er davontrug, als gerechte Strafe für seinen Spott. Der Streit zwischen Saeros und Turin ging aber noch weiter, und als dieser versuchte, Turin im Wald aufzulauern, aber rasch von Turin besiegt wurde, wollte ihm Turin eine Lektion erteilen. Er riss ihm die Kleider vom Leib und wollte ihn nackt wie ein Tier durch den Wald jagen. Saeros aber meinte nun, dass Turin ihn auf jeden Fall töten würde und rannte in Todesangst und schreiend um Hilfe um sein Leben, und diese Schreie hörten auch andere. Hier heißt es, dass nur die schnellsten Läufer der Elben überhaupt mit Turins Jagd auf Saeros mithalten konnten und unter diesen wiederum war Mablung der schnellste. Er wollte die Sache beenden und Turin aufhalten, doch dieses Mal schaffte er es nicht. Turin jagte Saeros weiter und dieser stürzte über eine Klippe in den Tod, obwohl Turin ihm ja eigentlich nur Angst einjagen und eine Lektion erteilen wollte. Nach diesem fatalen Ereignis wollte Mablung Turin zurück nach Menegroth bringen, damit der König von all dem erfahren und darüber urteilen konnte. Turin aber meinte, dass er sicher verurteilt werden würde und ergriff daher die Flucht und verließ Doriath. Sein Freund und Gefährte Beleg wollte ihn aber auf keinen Fall alleine gehen lassen und mit der Erlaubnis von Thingol folgte er Turin ins Exil und sollte ihm auch die Nachricht überbringen, dass der König ihn nicht verurteilt, sondern freigesprochen hatte. Für diese Suche nach Turin nahm sich Beleg dann auch neben seinem Bogen ein neues Schwert von König Thingol und dazu wählte er kein anderes als das schwarze Schwert Anglachel, das von Eol dem Dunkelelben geschmiedet worden war. Melian warnte ihn zwar davor, dass dieses Schwert das Böse seines Schöpfers trug, aber Beleg nahm es trotzdem und führte es auf seiner Reise zu Turin. Und schließlich sollte Beleg auch wieder zu seinem Freund gelangen, wobei das nicht unter den besten Umständen geschah, denn er wurde von den Banditen, die Turin anführte, gefangen genommen. Als diese den Elben ergriffen, war Turin gerade unterwegs und die Banditen waren schon dabei, Beleg zu foltern, als Turin zurückkehrte und ihn sogleich befreite. Trotz dieses eher unangenehmen Wiedersehens war Beleg aber sehr froh, Turin gefunden zu haben und berichtete ihm gerne, dass Thingol ihn freigesprochen hatte und er nach Doriath zurückkehren konnte. Turin aber wollte nicht mehr in das Reich von König Thingol zurückkehren und so blieb auch Beleg nichts anderes übrig, als allein wieder nach Hause zurückzugehen. Lange sollte er dort aber nicht bleiben, denn noch im selben Jahr brach er ein weiteres Mal auf und dieses Mal wollte er sich Turin anschließen. Er brachte ihm aus Doriath auch den Drachenhelm mit und gemeinsam führten sie die Truppe von Banditen an und kämpften gegen die Diener von Morgoth, die zu dieser Zeit mehr und mehr in das Land eindrangen. Sie wohnten bei dem Berg Amon-Ruth, im Heim des Zwerges Mim, der sie aber hasste, und da Beleg ein so mächtiger Krieger war, hatte er bald den Respekt der Banditen gewonnen. Zusammen mit Turin hielt er sogar den Vorstoß der Orks dort auf. Für sie wurde die Wildnis zu einer tödlichen Gefahr, denn Beleg und Turin lebten darin als Schrecken der Diener Morgoths. Als der Bogen und der Helm wurden sie in ganz Beleriand berühmt und immer mehr Krieger strömten hinzu, um sich den beiden anzuschließen und mit ihnen gegen die Orks und anderen Diener des Bösen zu kämpfen. Das gesamte Gebiet um den Amon-Ruth herum wurde bald als Dor Kurathol bekannt, das Land von Bogen und Helm. Und die Orks erzählten sich, dass vom Amon-Ruth her böse Augen schauten und es dort keinen sicheren Weg für sie gab. Besonders diese Taten und sein Kampf hier brachten Beleg Cúrthalion größten Ruhm als Krieger und Gefährte von Turin ein.
Am Ende aber sollte das Land von Bogen und Helm bald wieder fallen, denn der Zwerg Mime verriet sie und gab das Versteck der Krieger an die Diener des Bösen preis. So wurden die Krieger beim Amon-Rut getötet und Turin wurde gefangen genommen, während Beleg verwundet zurückgelassen wurde, was Mimes Wunsch war, denn den Elben wollte er persönlich töten. Beleg aber schaffte es, dem Zwerg sein Schwert zu entreißen und Mime ergriff daraufhin die Flucht. Und da er Turins Leiche nirgendwo fand, machte sich Beleg trotz seiner eigenen Wunden auf die Jagd nach den Orks. Und hier heißt es, dass Beleg als großer Elb des ersten Zeitalters auch über so manches Wissen zur Heilkunst verfügte und sich daher gut selbst versorgen konnte und bald wieder bei Kräften war. Und so konnte er die Orks lange und gnadenlos verfolgen und fand schließlich ihr Lager, zusammen mit dem Elben Gwindor, den er auf dem Weg gefunden hatte. Mit seinem mächtigen Bogen schoss er in der Nacht die Wachen der Orks nieder und lautlos und ohne entdeckt zu werden, drang er in ihr Lager ein. Dort fanden sie Turin gefesselt und die beiden Elben trugen ihn rasch aus dem Lager davon, als ein Sturm über sie kam. Und als sie sich in Sicherheit glaubten, schnitt Beleg Turins Fesseln mit Anglachel auf. Dabei aber ritzte das schwarze Schwert Turins Fuß und dadurch erwachte der Krieger und in der Dunkelheit und im Sturm hielt er Beleg, der mit dem Schwert über ihn stand, für einen Feind und für einen Ork, der gekommen war, um ihn zu töten oder ihn zu foltern. Von diesem fatalen Eindruck geleitet, griff Turin an und wehrte sich und rang mit Beleg und am Ende tötete er ihn mit Anglachel. Und erst als sich Turin erhob und ein Blitz die Nacht erleuchtete, erkannte Turin, dass er seinen Freund und Retter getötet hatte. So fand Beleg Cuthalion, der mächtige und große Waldläufer, Bogenschütze und Grenzwächter von Doriath, ein tragisches Ende durch die Hand seines besten Freundes. Turins Trauer aber war ebenso groß und die gesamte Nacht stand er im Sturm bei Belegs Leichnam und trauerte sehr. Sein Gesicht soll dabei so schrecklich gewesen sein, dass sich Gwindor vor Angst niederkauerte. Und so musste Turin am Ende seinen besten Gefährten selbst begraben und an seinen Händen klebte das Blut von Beleg. Den mächtigen Bogen legte er zu seinem Gefährten, doch das Schwert Anglachel nahm er mit sich. Er sang ein Klagelied für seinen Freund. Und selbst noch als Turin später mit Anglachel Selbstmord begehen sollte, erinnerte er sich mit seinen letzten Worten an Beleg. Und eben dabei sollte auch Mablung zugegen sein. Denn in der Zwischenzeit waren Turins Schwester und Mutter nach Doriath gelangt und Mablung war beauftragt worden, sie beide zu beschützen und zu bewachen. Und so war er auch bei ihnen, als sie nach Nagothrond gehen wollten, um nach Turin zu suchen. Auf den Weg dorthin aber wurden sie von Glaurung angegriffen und Mablung und seine Männer wurden von dem Drachen besiegt und zerstreut. Mablung aber entkam dem Drachen und ging nach Nagothrond, um nach Turin zu suchen, doch dort konnte er keine Spur von dem Helden finden. Und auch Morwen und Nienor waren verschwunden und Mablung konnte nur verzweifelt nach Menegroth zurückkehren, ohne seine Schützlinge und ohne Turin. Von dort zog er über die nächsten Jahre immer wieder aus in der Hoffnung und dem Versuch, die beiden zu finden. Doch es sollte ihm nicht gelingen. Erst als Turin gegen Glaurung in den Kampf zog und den Drachen tötete, und auch erst nachdem seine Schwester tot war, sollte Mablung ihn finden. Und so war er zugegen, als sich Turin selbst das Leben nahm. Hier in der Geschichte von Turin hatte Mablung also versagt. Er hatte Nienor und Morwen nicht beschützen können und auch Turin nicht rechtzeitig erreicht. Er und die Elben sollten sehr um den großen Helden trauern und ein Klagelied auf ihn singen und seinen Grabstein errichten. Aber Mablung blieb weiterhin der mächtigste und wichtigste Hauptmann von Doriath und dort sollte er auch noch sein eigenes Ende finden. Als es zum Streit und dann zum Krieg mit den Zwergen kam, verteidigte er Menegroth. Die Zwerge wollten das Nauglamir, für das im Streit schon König Thingol gestorben war, rauben und Mablung hielt bis hin zum Tor der Schatzkammer stand, wo er dann von den Zwergen erschlagen wurde. So fand Mablung als Verteidiger seiner Heimat Doriath sein Ende. Er sollte in Menegroth für die Verteidigung der Stadt und für den großen Schatz von Thingol sterben. Beleg und Mablung waren nun beides große Krieger und durchaus auch große Helden der Sindar. Ganz zentral waren sie beide eng mit dem Schicksal des Helden Turin Turambar verbunden und Mablung war eine der wichtigsten Figuren am Hofe von Thingol, während Beleg als der Waffengefährte und Freund von Turin noch wichtiger in dessen Geschichte war. Für diesen Freund und Gefährten war Beleg sogar bereit, seine Heimat, die er so lange als Grenzwächter verteidigt hatte, zu verlassen. Doch gerade wegen seiner Verbindung zu Turin sollte Beleg Cuthalion am Ende einen ebenso tragischen Tod finden wie Turin selbst. Unwissentlich von seinem eigenen Freund erschlagen. Und so scheint es geradezu in der Natur der Geschichte von Turin Turambar zu liegen, dass die Helden und Figuren darin ein tragisches Schicksal tragen.
Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zu Mittelerde der Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage, danke an meine Patreons und tschüss YouTube, bis nächstes Mal bei Mittelerde der Lore.